Sondern springt nur in ihren Tod. Also wie komme ich denn da bitte hin? Schwunggeschwindigkeit. Ach so. Warte mal. Ja. Wie das jetzt funktioniert haben soll, frage ich mich auch. Aber egal. Hinterfragen wir das nicht. So. Also nochmal nach oben. Rüber hier. Und hier habe ich aber keine Gelegenheit, darüber zu springen. Okay. Da stirbt sie irgendwie generell. Ich weiß auch nicht warum. Ja, die Verlagerung, um Tempo aufzubauen. Das ist ja eher, ja, in Ordnung. Und neue Wege sind auch gut. Nee, aber daran wird sie sich nicht festhalten. Es sei denn, man macht das. Gut, ich weiß nicht, wie ich an dieses Secret komme. Leider. Sind da unten Wachmenschen? Oh. So, zack, schön von oben. Komm mal ran. So. Ach, schade. Verdammt. Okay, ich schaff das. Tschüss. So, das war's. Haben wir knapp überlebt, ist aber richtig und wichtig so. Gut, Steuerkonsole. Her damit. Ich hab den Switch gefunden. Ich sehe fast noch hin. Die Verbindung wird hergestellt und ich bin drin. Oh, wird jetzt eine Weile dauern. Ich muss langsam da raus, Plastik. Ich weiß, aber sie haben den Raum abgeriegelt. Ich arbeite dran. Oh. Ah ja, ja, Kampfverlagerung. Aua. Hier bin ich. Oha. Wird also schwieriger gegen die. Hier bin ich. Warte. Ach so, hätte ja klappen können. Aber pass auf. Ja, denkst du mir? Obwohl, doch, ja, macht es. Weil ich kann ja wunderbar... Moment. Hier bin ich. Aua. Ach so, die können auch von der Ferne. Gut, ich hab's verstanden, aber nee. War trotzdem jetzt nicht so die Herausforderung. Ich denke mal aber, ich brauche einen der Fahrstühle. Ja, ich bin aber hier. Kommt mal weg, kommt mal mit. Tschüss. Ja, noch nicht ganz. Pass auf, warte. Das regeln wir. Wie könnte das jetzt nicht funktioniert haben? Der Raum ist offen und ich bin fertig. Du solltest dich jetzt zu dem Gridload aufmachen. Ich hatte also recht. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Ich dachte, ich könnte den Gridload über Allcom steuern, aber die Firewall verhindert es. Krugers Heckverstärkung nähert sich dem Gebäude, Faith. Du musst sofort da raus.
Ja, mach ich. So, ich wollte die aber noch erledigt haben. Die waren ja nun nicht wirklich schwierig. Aber hoffen wir mal, dass es jetzt funktionieren wird. Pass mal auf. Zack, so geht das. Also wenn ihr schon, ja, das so haben wollt, dann hau ich einfach ab. Ich bin draußen. Gut, der Grid-Node ist nicht weit von deiner aktuellen Position entfernt. Das ist ja gut, wenn es nicht allzu weit entfernt ist. Yay, konnte man gut nutzen. Ich setz lieber mal hier rüber. Die Grid-Nodes sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Orcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Es gibt ein paar Runner, die ihren Feed mit einem Grid-Node verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Dadurch ging die Verbindung verloren. Ach du Hilfe! Ich setz mal lieber weg! Warte mal, ich habe da eine Idee. So, das funktioniert nämlich wunderbar. Ich habe sogar mehrere ausgeschaltet. Und zack. Hier bin ich. Und zack. Na, da guckst du, wa? Merkwürdig. Irgendjemand hängt sich in den Grid, aber ich kann nicht sehen, wer es ist. Ja. Oh, ich muss sowieso weg. Nur ist gut, dass ich gerade eh auf der Flucht bin. Ich hoffe nur, das Rohr wird mir nicht zum Verhängnis. Ne, wird es zum Glück nicht. Yay. Hoch. Gott. Nein. Verdammt. Das war ein Fehler. Wo hätte ich denn da hingemusst jetzt? Verdammlich. Ach, der Part, der hat schon Überlänge. Naja, egal. Egal, ich gehe trotzdem jetzt zurück. Da muss ich halt den Part splitten. Ja gut, dann ziehen wir es einfach nochmal raus. Ja, brauche ich. Ich muss aber auch noch zum eigentlichen Zielpunkt zurück. Nämlich zum Unterschlupf aber von der Mission, ne? Oder ist sie damit jetzt erstmal unterbunden? Ich weiß es nicht. Scheint so zu sein. Zack, weiter. Wo muss ich hin? Hier rüber, das sieht gut aus. Oh, damit lässt sich arbeiten, ja. Dieser blöde Helikopter nur. Aber okay, dem entkommen wir. Halt! Die haben Sendepop. Was? Schnell weg! Bloß schnell weg hier, Hilfe! Gott, Hilfe! Nee, das mache ich eher weniger, weil das gefällt mir am allerwenigsten. Und schnell rüber. Gott! Ja, ich weiß, dass dein Gegner sofort in der Nähe ist. Ach, hier lang?
Ja, wollen wir schnell hoch. Achso, warte. Er hat mir jetzt keinen Vorteil gebracht, leider. Aber der nächste Unterstupf, der dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Juhu! Aua. Hallöchen. Wie, ihr konntet das Objekt aufspüren? Nichts damit aufspüren. Ich bin auf dem Weg. Also ich bin hier fleißig auf dem Weg oder auf der Flucht. Könnt ihr mir nicht einfach so aufspüren. Hoch da. Aber schnell. Aber es sieht hier cool aus. Ah ja, es brachte mich doch gleich dahin, wo ich hin wollte. Sehr gut. Das habe ich schon an mich genommen, ja. Ein Upgrade-Punkt. Gucken wir doch mal. Ich kann bisher aber nur welche in den Kampf setzen. Der Schaden, der reicht mir aber bisher ganz gut aus, also. Ja, so ein bisschen Bewegung hat man wenigstens drin. Schon mal nicht verkehrt. So, schön mit F stören, genau. Warte, hier kam ich ganz normal rüber. Hier sliden wir drunter durch. Zack, rüber. Achso, jetzt sind wir wieder zum eigentlichen Unterschlupf unterwegs, nehme ich an. War das jetzt überhaupt richtig so? Ich weiß es nicht. Egal. Wird schon stimmen. Seil! Juhu! Da kommt man nämlich auch hier wunderbar rüber. Ja, ja, lass mal ruhig die Sicherheitskameras da. Die werden schon zu etwas nützlich sein. So. Jetzt weiß man nämlich auch, warum die ganzen Moves so nützlich sind. Man braucht sie ja wirklich für so viele Aktionen, das ist ja nicht mal feierlich. So. Sind wir jetzt am Ziel angekommen? Nee, noch nicht ganz, ne? Warum bin ich jetzt hier? Warum wurde ich nicht dahin geschickt? Warte. Ja, sollte ich hier nicht irgendwas machen? Anscheinend nicht, aber ist ja auch egal. Ich habe hier noch ein paar Kids. So. Hey, ich dachte, du hättest ein wenig Zurückhaltung gelernt, während du fort warst. Nee, warum sollte man das? Aber erstmal hier aufsammeln. Runner Kids, ja. Ist schon richtig. Runner Kids enthalten lustige Dinge. So, nochmal geöffnet. Genau, elektronische Bauteile. Ja. Yep. Hallo, Kastratensänger. Gut, dann wird es jetzt aber Zeit, den Part zu beenden. Weil wir ja hier im Unterschlupf sind. Und dann hoffe ich, es hat euch soweit ganz einfach mal gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen und genau deswegen sage ich im nächsten Part zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst, sieht man sich!